manchen Frauen, die er da gebracht hat, fand ich nicht so nice. Auch nicht damals, als es mit unserem Streit passiert ist. Darüber habe ich, glaube ich, auch schon ein Video gemacht. Oder ich weiß nicht, ob dieses Video noch existiert oder ob ich es gelöscht habe. Ich bin mir da relativ gerade unschlüssig dazu. Die ganzen Videos jetzt auch durchzugucken, könnte ein Haufen Arbeit werden. Deswegen, vielleicht ist es so, dass ich noch ein Video darüber habe, vielleicht auch nicht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher darüber. Über damals auf jeden Fall. Und ihr sollt einfach so verstehen, diese letzte Aktion, was er gebracht hat, nur damit es noch einmal alle wissen. Es war so gewesen, es war aber gestern Nacht gewesen, so mäßig, gestern Abend, so gerade als ich am Stream war. Es war knapp um 8 oder so. 8. Ich war gerade vielleicht so gerade mal 20 Minuten am Stream gewesen. Also 20 nach 8 war es da in diesem Hingriff hin. Musst aus. Super. Gut. So, muss laufen. Ja, es war gerade 20 nach 8 gewesen. Wir saßen hier gerade ganz alle entspannt. Hier drin, zum Beispiel Lord Kai. Oder eben den Louis, den ich da kenne. Und ja, mein guter Kumpel Nils hat mal gut gemeint, ich schicke dem Typen eine FA. Ich habe ihn nur darauf hingewiesen, was er eigentlich schon gemacht hat. Das sollte weder böse sein, das sollte weder irgendwie was heißen oder so. Ich weiß es natürlich nicht, ob er zu allen so ist, aber zu den meisten Personen ist er so gewesen, dass er da halt auch von denen verlangt hat, dass die ihm vielleicht was schenken könnten oder so. Und da bettet er halt wirklich immer wieder rum, bis er es halt auch kriegt. Und das finde ich nicht in Ordnung. Vor allem, wenn es dann noch Personen und Zuschauer aus meinem Stream sind, die dadurch belästigt werden. Das finde ich nicht okay. Weil dann heißt es, hey, du tust deine, sozusagen, deine Voraussetzungen und deine Verantwortung als Streamer verletzen, wenn du solche Leute eben, ja, da freie Hand lässt. Und das war mein erster Grund wegen meiner Entscheidung. Und die zweite war einfach, es lag daran, er hat, wie soll ich denn das erklären? Am besten. Also, seht so, ich war gestern 20 Minuten am Stream gewesen. Er ist bei mir Mod gewesen. Er ist es nicht mehr. Folgeschluss jetzt daraufhin ist, beziehungsweise die Hypothese, wo ich da drauf habe. Es liegt daran, weil er natürlich einem Zuschauer von mir Unrecht getan hat. Er hat ihn einfach so gebannt. Und zwar auch noch wegen einem Grund, der überhaupt nicht gestimmt hat. Natürlich wegen Rassismus und so weiter. Ich will nur erwähnen, dieser Zuschauer, also der Louis von mir, der ist weder rassistisch noch sonst irgendwas. Das ist wirklich ein lieber Junge. Und ich denke nicht, dass der irgendjemanden was Böses haben wollte. Deswegen habe ich im Folgeschluss natürlich ihm auch noch so eine kleine Entschuldigung gegeben. Dafür, dass er zu Unschuld in meinem Stream gebannt worden ist. Ich habe den Bann aufgehoben, ihm ein kleines Geschenk gemacht dafür, dass er jetzt gebannt worden ist. Er scheint mir ein sehr netter Junge zu sein. Ich denke nicht, dass er irgendwas Böses will. Und wie schon gesagt, Nils, der wo halt den ganzen Scheiß bei mir gerade da verzapft hat an der Stelle, in dem Sinne hatte ich es auch satt gehabt. Ich habe ihm gesagt, wenn er jemals nochmal Scheiß bauen sollte, was damals nach unserer Unterhaltung auch ein Versprechen gegenüber mir war, auf der einen Seite auch, dass er aber dann auch wieder gebrochen hat. Ja. Ist er somit jetzt raus? Er wird jetzt erstmal gebannt sein, falls ich ihm nochmal vergeben sollte. Sollte. Leute. Sollte. Was wahrscheinlich nicht allzu schnell der Fall sein wird, weil ich es wirklich absolut erschreckend, noch dazu absolut nicht ver es ist wirklich unverzeihlich, was er da gemacht hat. Einfach so jemanden zu bannen, zu Unschuld und noch dazu, ohne das mit mir abgeklärt zu haben, und er hatte kein Recht dazu. Deswegen,
Er wurde jetzt perma gebannt von meinem Stream. Ich weiß nicht, also in den Chat kann er auf jeden Fall mal nicht mehr reinschreiben. Ob er zugucken kann, das weiß ich jetzt leider nicht. Ich denke aber mal schon, das werde ich mir aber in den Tagen noch genauer durchlesen auf jeden Fall. Aber ich denke mal schon, dass er auch nicht mehr zugucken kann, wenn man einmal gebannt ist. Ich glaube, dann bist du ganz vom Kanal weg einfach. Und ja, er ist auf jeden Fall von dem Kanal gebannt. Er hat jetzt keine Bot-Rechte mehr. Die werden ihm automatisch aberkannt, sobald ein Teilnehmer gebannt wird. Und seine Mod-Rechte sind eben dahin, falls er selbst, wenn er wieder ein Zuschauer von mir werden sollte. Ich sage sollte natürlich, Leute. So ein Ding. Dann wird er keine Mod-Rechte mehr erhalten. Das ist aber auch das, was ich ihm deutlichst sagen werde, falls ich jemals wieder mit ihm reden sollte. Oder wir wieder was zusammen machen. Weil das war eine Grenze, die hätte er nicht übertreten sollen. Er hat das schon mal gemacht, er hat schon mal mein Vertrauen missbraucht und hat die Modrechte dafür missbraucht, Scheiße zu bauen. Im Übrigen wollte ich mich auch noch über diese Situation unterhalten, warum er denn Clips erstellt hat, von denen ich leider nichts weiß. Die er also selber erstellt hat auf meinem Kanal, obwohl ich das nicht gewusst habe. Hat er einfach so gemacht, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Und absolut, er war eigentlich auch als Mod nicht allzu sehr aktiv gewesen. Manche Leute, die haben halt auch was sehr Wichtiges zu tun. Und bei ihm weiß ich halt nie so genau, was bei ihm der Falle ist. Ob er halt nur keine Lust darauf hat oder was da genau Sache ist. Aber ich will euch auf jeden Fall eine Sache sagen. Und zwar, selbst falls er wieder zuschauen kann, oder auch wenn er noch zuschauen kann und so weiter, er kann zum Beispiel auch nicht mehr in den Chat schreiben und so weiter. Und wie schon gesagt, ihm wurden seine Modrechte aberkannt, das heißt, er kann da nichts mehr machen. Das war das zweite Mal, dass er mein Vertrauen missbraucht hat, und eine dritte Chance gibt es in diesem Sinne nicht. Ich habe wirklich eigentlich ein sehr gutes Herz, so ist es nicht. Aber wenn man dann solche Sachen abzieht, dann... Ich habe ihm damals schon gesagt, einmal werde ich ihm nochmal vertrauen. Und wenn er das missbrauchen sollte, dann war es das für ihn. Ich habe es ihm damals gesagt. Und wie schon gesagt, wer nicht hören will, muss eben fühlen. Und ja. Auf jeden Fall, er ist jetzt gebannt, seine Modrechte wurden ihm aberkannt und er wird vielleicht auch nicht mehr zugucken können, das weiß ich jetzt gerade, wie schon gesagt, nicht. Aber falls es so sein soll, dann ist es halt nun mal so und so. Und ich bin jetzt dann auch persönlich friedlicher, das war gestern ein richtiges Techtelmechtel im Stream. Das hatte ich letztens schon mal, das ist aber noch wieder ein bisschen her, das war so gerade in den Weihnachtsferien gewesen, hatte ich auch ein Techtelmechtel, so dass ich eigentlich gesagt habe, dass ich erstmal eine Streampause und eine Pause von YouTube brauche, um selber wieder Kraft zu tanken und selber auch wieder auf einen klaren Gedanken zu kommen, weil mich diese Situation schockiert hat, aber es hatte nichts mit ihm zu tun. Das war eine Situation, dafür war ich selber verantwortlich und habe auch dafür durchaus die Schuld daran zu tragen gehabt. Ja. Auf jeden Fall, ich find's sehr schade. Ich bin wirklich sehr enttäuscht davon, dass er das gemacht hat. Man kann es jetzt zwar nicht mehr ändern, aber er hat es auf jeden Fall übertrieben. Er hatte seine Chance und was jetzt weiter zwischen ihm und mir im Rahmen geschehen wird, das weiß ich nicht natürlich. Natürlich, wenn er natürlich auf die Idee kommen sollte, mich zu fragen, ob ich ihn entbannen kann und so weiter, oder irgendwie schreiben sollte, ob ich ihm wieder seine Modrechte zurückgebe, werde ich schreiben, nein. Ganz einfach, ich werde ihm auch den Grund schreiben, weshalb. Und wie schon gesagt, Leute, damit ist FISBA.
Er wird niemals mehr auf meinem Kanal Modrechte erhalten. Er hat es einfach zu sehr übertrieben. Und da kann mich wirklich jeder drum bitten, dass ich ihm diese Rechte zurückgebe. Ich werde es nicht tun. Ich werde ihm die Modrechte nicht zurückgeben, weil einfach zu ein hohes Risiko besteht, dass er einfach zu viel Scheiße baut. Und das hat sich einfach deutlich gezeigt, diese ein, zwei Mal, was er da gemacht hat. Mich im Stream terrorisiert, dann das erste Mal, ich erzähle euch auch vom ersten Mal, damit ihr Bescheid wisst mal. Das erste Mal hat er Wörter von der Blacklist entfernt, die nicht im Stream zu hören sein sollten. Er hat natürlich den Streamtitel, glaube ich, unter anderem auch noch verändert. Das weiß ich aber nicht mehr, ob man das gemacht hat. Wenn man das überhaupt machen kann, das ist ein anderes Rätsel auf jeden Fall. Und ja. Auf jeden Fall hat sehr viel Scheiße gebaut. Ich habe es ihm ausdrücklich gesagt. Damals, dass ich ihm erstmal seine Modrechte abnehmen werde und sie ihm auch nicht zurückgeben werde. Das habe ich ihm damals schon mal das erste Mal gesagt, aber dadurch, dass ich ein gutes Herz hatte und ja, sozusagen jetzt nicht als Bösewicht oder jemand dastehen wollte, der natürlich immer alles an die Wand nagelt, habe ich ihm natürlich seine Modrechte nochmal einmal zurückgegeben, habe aber gesagt, falls er nochmal es wagen sollte, mein Vertrauen auszunutzen, dann wird es eben solche Folgen tragen. Und das hat er auch gewusst. Ich habe es ihm gesagt. Und wenn er sich rausreden will, sage ich, ich habe es dir gesagt, wenn du nicht zugehört hast oder sonst irgendwas, dann ist das allein dein, ist das allein deine Schuld oder beziehungsweise allein dein Päckchen, was du zu tragen hast. Also ich übernehme da keinerlei Verantwortung. Wenn er natürlich auch nicht zuhört, was auch durchaus vielleicht mal vorkommen kann. Aber ja. Ihr wisst Bescheid, er wird hier in dem Stream keinen Ärger mehr machen, Leute. Es wird kein Zuschauer mehr ohne Grund gebannt. Also ohne Grund wird kein Zuschauer mehr gebannt. Außer sie sollten sich extremst daneben benehmen. Da hatten wir schon einige Kategorien hier auf dem Kanal gehabt, die aber jetzt natürlich auch raus sind. Und dazu gesellt er sich jetzt natürlich auch. Und ja. Ob es ihm natürlich eine Lehre sein wird oder nicht, das wird sich dann zeigen. Natürlich, falls er sich wieder benehmen kann, dann wird er natürlich wieder mein Stream gucken dürfen. Das ist alles kein Problem. Aber wie schon gesagt, das mit dem Mod-Thema hat sich für mich für alle Male erledigt. Ich habe jetzt triftige Gründe, auch wenn er mir so damit entgegenkommen sollte, warum ich ihm keinen mehr geben will. Und das reicht mir an der Stelle schon auch. Nochmal an Luis, falls du das sehen solltest, es tut mir nochmal ausdrücklich leid, dass er dich gebannt hat, war nicht cool gewesen. Ich finde es auch übelst bescheuert und scheiße, was er da gemacht hat. Und auf jeden Fall wurde er jetzt natürlich für seine Taten auch bestraft, das finde ich auch mehr als angemessen. Und ich denke, an dieser Stelle können wir auch einen guten Cut über die Sache ziehen, also einfach einen Cut machen. Einfach mit dem Thema kann man dann abschließen und so weiter. Falls natürlich noch Fragen in dem Rahmen kommen sollten, werde ich diese Fragen, soweit es geht, beantworten. Das ist gar kein Problem. Aber ich werde das natürlich jetzt nicht nochmal tausendmal wiederholen, was da genau vorgefallen ist. Oder ja. So, oder sowas halt in der Art, dass ich halt meine ganze Lebensgeschichte jetzt von ihm erzähle oder sonst irgendwas. Das wird es auf jeden Fall nicht geben. Aber ja. Mit mir und Jeremy passt ja alles und so weiter. Ich habe ihm das jetzt auch ja mitgeteilt. Das habt ihr ja alle mitbekommen, dass ich ihm das mitgeteilt habe, was er gestern gemacht hat.
Ob Jeremy natürlich zugehört hat, das weiß ich jetzt gerade auch nicht so ganz genau. Ich denke mal schon. Und ja, wie schon gesagt, falls halt irgendwelche Zuschauer kommen sollten, die einen beleidigen oder so, oder keine Ahnung, die euch privat belästigen, wenn ihr mal hier auf dem Kanal seid und ihr werdet von diesen Zuschauern auch privat belästigt vielleicht, könnt ihr mir das gerne auch gerne privat schreiben. Dann werde ich mit dieser Person reden, sagen, entweder sie kann euch in Ruhe lassen oder das wird halt auch nicht gerade so gute Folgen haben. Deswegen könnt ihr euch auch gerne immer an mich wenden natürlich, denn ich als Streamer will nicht, dass irgendwer aus meinem Stream diskriminiert wird oder zu Unrecht beleidigt wird oder irgendwie mies behandelt wird oder sonst irgendwas. Die Zuschauer sollen sich hier natürlich wohlfühlen, sollen natürlich den Abend genießen und ja, können gerne zugucken, können aber währenddessen ja auch was machen. Je nachdem, wie es gerade auf jeden Fall steht oder so, ist alles fein. Und selbst wenn ihr nicht den ganzen Stream dabei seid, Leute, ist es trotzdem schön. Wenn immer wieder Leute hier mit reinkommen und ja, verschiedene Fragen stellen oder mit dabei sind oder sich erkundigen, was ich denn da gerade so mache und ich das denen erklären kann. Das finde ich immer so eine schöne Sache. Und auch wenn es dann gerade auch neue Zuschauer sind oder wenn ich gerade ein neues Spiel anfange und sie dann fragen, was ich da genau mache oder was denn überhaupt so, wie soll ich das erklären? Was denn der Inhalt des Spieles ist oder was man da machen muss. Ist alles fein für mich. Und ja, solange wir eine schöne Zeit miteinander haben, ist es auf jeden Fall alles gut. Aber wie schon gesagt, ich dulde auf jeden Fall keine Beleidigung. Ich dulde keine Beleidigung, Unrecht gegenüber anderen und ja, dass sie halt zu Unrecht behandelt werden. In dieser Situation muss man jetzt halt sagen, ich habe nicht zu Unrecht gehandelt. Das war auf jeden Fall richtig, was ich gemacht habe und auch nur mehr als gerecht. Und ja, auf jeden Fall, Leute, solange wir eine schöne Zeit miteinander haben, ist alles gut. Und ja, deswegen, ich freue mich auch immer so, wenn ich gerade am Freitag oder so nach Hause komme und abends weiß ich dann, okay, heute gibt es wieder einen Stream natürlich und dann, ja, gehe ich früher oder später rein natürlich, gehe live, wisst ihr ja selber Bescheid, Vorbereitung und alles, man kennt's. Und ja. Das Ding ist, letztes Jahr haben wir ja, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, am Ende des Jahres hatten wir insgesamt 52 Follower gehabt auf Twitch und inzwischen, okay, inzwischen sind es zwar 53, also einer mehr sogar, aber es ist auf jeden Fall wunderbar, Leute, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass wir das geschafft haben und ich hätte mir wirklich kein schöneres Weihnachtsgeschenk von euch wünschen können. Wisst ihr, es geht mir nicht darum, so großartig Geld hier abzustauben oder sonst was. Die Leute können mich gerne unterstützen, wenn sie wollen, aber es ist sozusagen nicht zwingend. Und ich meine, es sind auch gerade solche Streamer, die ich zum Beispiel gerne unterstütze, wie zum Beispiel den guten alten Trolli TV oder Seismi-Nexa oder gerade jetzt, ihr habt es gesehen, die gute alte Nina, die wir gestern geradet haben, für die Leute, die dabei gewesen sind. Und Leute, ich kann die ganzen Leute gar nicht aufzählen und es ist auf jeden Fall für mich schön einfach, diese ganzen Leute zu unterstützen. Ja, sozusagen auch denen eine Freude zu machen. Und das ist eben das, was mich eben sozusagen fröhlich macht. Diese Leute zu unterstützen, ja,
Auch weil ich ja selber ein Streamer bin, Leute, und ja. Man könnte so sagen, Streamer sind so wie eine große glückliche Familie, könnte man so sagen. Klar, vielleicht gibt es so einige Leute, die vertragen sich nicht gut miteinander oder so, oder die Streamer haben irgendwie was anderes im Bilde oder so. Will ich gar nicht sagen, aber ja. Ist für mich auf jeden Fall mehr als passend an der Stelle. Meine Stimme hat gerade den übelsten Voice Crack. Jetzt habe ich heute so viel geredet, dass wirklich meine Stimme langsam schon im Arsch ist. Einfach heute viel zu viel geredet. Aber ja, ihr wisst bestimmt, was ich euch damit sagen will. Und ja. Ist auf jeden Fall wunderbar. Und ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So. Ey. Auf jeden Fall, Leute, das ist auch nicht so, dass ich mecker, wenn es halt gerade um die Jahreszeit, so gerade im Januar, also nicht mehr so gut läuft, da meckere ich auch nicht rum. Gerade im Winter, da waren die Aufrufzahlen, also das war schon anders krank, was da abging, und allein sowas schon zu sehen, ist einfach nice. Und let's go. Auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall heute auch wieder mit dem guten alten Jeremy wieder Spaß gemacht, natürlich hier im Stream Valorant zu zocken, Leute. Neue Season so angefangen, natürlich den Battle Pass habe ich mir jetzt ja noch nicht gekauft. Ich denke, ich werde da wahrscheinlich noch ein wenig durchspielen, bevor ich ihn mir kaufe. Einfach damit ich da ein paar Level durch habe. Bitte nicht sacken. Dankeschön. Nein, ich wurde vergiftet. Och nein. Ach man. So eine Rotze. So, jetzt ist okay. Vor allem ist es halt Real Talk auch so, Leute. Es gibt einfach Leute. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die mögen solche Spiele gerade wie Fortnite nicht und so weiter. Ich habe da letztens auch mal jemanden sozusagen kennengelernt, der so gesagt hat, also sie ist zwar auch eine Gamerin, sie zockt aber eher so zum Beispiel Minecraft oder so, und sie hat auch so zu mir geschrieben, ja nee, Minecraft, geh mir bloß weg, Minecraft wahrscheinlich, Fortnite, geh mir bloß weg damit und so weiter. Ich meine, jeder hat halt auch in diesem Sinne seinen eigenen Geschmack. Auch sozusagen. Es gibt ja auch gerade solche Spieler, wie gerade vom guten alten Schuli, den ich auch immer wieder mal raide. Der mag ja auch nicht unbedingt Fortnite oder gerade auch seine Zuschauer oder Mitwirkende da. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, Leute, weil muss ja nicht unbedingt sein. Aber ja. Ich meine, jeder hat seinen eigenen Geschmack, jeder mag das, mag manche Games lieber, manche eher nicht. Und es ist auch völlig fein. Das ist völlig okay. Solange man nicht herkommt und so weiter und zum Beispiel so sagt, ah ja, du bist so ein dummes Fortnite-Kiddy oder so und bestimmt zockst du nur so rum oder so. Irgendwie so verletzende Worte. Ihr wisst, was ich damit sagen will. Solange man mir mit solchen Wörtern nicht kommt oder so, ist es mir eigentlich relativ egal, was man davon hält. Also,
Ich weiß, was ich hier mache und das ist eigentlich alles fein, also bin ich nicht pisst. Was man halt nicht bringen sollte, das ist halt zu übertreiben und das Game sozusagen so richtig, wisst ihr, wie soll ich das erklären? So richtig halt in den Boden zu stampfen, dass man so richtig sagt, ja, ich muss dieses Game jetzt so richtig in den Boden stampfen, beleidigen, alles, weil das kränkt mich dann halt auch als Gamer, wie soll ich sagen? Das kränkt mich dann halt als Gamer. Ich finde das nicht geil, wenn man dann solche Sachen macht und da bin ich auch nicht gerne. Da bin ich auch nicht gerne gerade gut gelaunt, wenn man sowas sagt oder halt manche Dinge behauptet. Über ein Game, die zum Beispiel nicht stimmen. Tja, deswegen. Deswegen sollte man insofern auch immer aufpassen und so weiter, weil sowas kann Menschen auch sehr schnell mal wütend machen, verletzen oder sie auch dazu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Ist halt wirklich so. Ich mache hier gerade so eine richtige Geschichtsstunde hier draus. Soll ja ein Stream sein. Oh Mann. Aber ja. Ihr wisst schon, was ich euch damit sagen will und ja. Ich will ja auch keine Menschen schaden. Ich erzähle auch nur gern was über mich und auch, ja. Ja, auch manchmal auch über die Schule, wie es bei mir so war. Oder sonst irgendwas. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Aber ja, Leute, ich werde jetzt auch nicht mehr so lang machen. Ich werde jetzt noch kurz meine täglichen Missionen durchspielen und noch ein Level. Und dann würde ich, denke ich mal, auch aufhören für heute. Weil dann hat sich das Ganze schon bei mir heute erledigt. Ich hätte den Tower von Camp Cullen nehmen sollen. Da hätte ich wieder gut Loot gemacht. Schade, schade. Schade, schade, Marmelade. Ja. Aber ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Insofern passt es ja alles. Und ja, ich denke mal, das wird schon alles mit der Zeit. Vielleicht passieren auch noch unerwartete Dinge, von denen man überhaupt nicht weiß. Also das Jahr ist ja noch lang. Und ich denke, da wird uns wahrscheinlich noch einiges erwarten. Also. Natürlich nicht nur schlechte Sachen, auch sehr gute Sachen. Vor allem, was ich immer so gerne sag, ist halt hoffentlich eher gute Sachen als schlechte Sachen. Ist einfach so. Und ich rede jetzt erstmal kurze Zeit, glaube ich, mal nichts mehr, denn ich muss, glaube ich, mal meine Stimme ausruhen. Die ist jetzt langsam wirklich am Kacken. Das ist der Voice Crack hier.
Also, den Kampf hätte er sich auch sparen können. Das war wohl nix. Was jetzt mit X? Das war wohl nix. Egal. Aber ja, Leute, das werde ich jetzt nachher an der am Anschluss jetzt auch nochmal machen. Ich werde nochmal jemanden raiden. Habe ich gerade übelst noch Lust drauf, dass wir da noch jemanden mitnehmen hier. Aber ich werde wahrscheinlich nachher erstmal kurz Screen ausmachen. Weil ich will noch gerade noch was machen. Dazu muss ich den Bildschirm leider weghaben. Nicht, dass ihr das seht. Ist sozusagen eine Sache, die geht halt noch mich was an. Ja. Wurde ich jetzt von dem Vieh gestochen hier? Hau rein. Cool, ich wurde von der Mücke gestochen, glaube ich. Moin. Das ist noch zum Ende. Das Ende kannst du dir heute nicht vorstellen. Oh Junge, was macht denn ihr da hinten? Schlagt euch die Köpfe ein, oder was? Ihr Biber-Bulldog. Ah ja. Hat er versucht, gegen den Bot zu fighten, oder was hat er da... Wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, würde ich jetzt sagen, er hat versucht, gegen den Bot zu gewinnen, aber... Nee, der hat versucht, gegen den NPC zu gewinnen. Lol. Der hat versucht, gegen den NPC zu gewinnen und das war eigentlich ein Bot-Spieler gewesen. Lol. Typisch Bot-Gegner. Die greifen halt auch wirklich gefühlt alles an. Rock greifen die an, die greifen dann die NPCs an. Und ich greife jetzt eigentlich auch an, aber nur wenn du in deren ihrer Reichweite bist. No, Leute, für mich ist langsam jetzt auch Feierabend. Alle sagen jetzt wieder, ja, du hast ein Halloween-Kostüm an, das passt doch eigentlich jetzt gerade nicht. Aber Leute, ich dachte mir einfach nur so, mit dem Skin ist irgendwie auch so ein Schlafanzug-Skin, kann man ja einfach mal random spielen. Der tut's gerade. Ist ja auch Nacht. Wobei, soll ich meine Aufträge heute wirklich noch machen? Komm, ich werde dann. Doch, muss ich eigentlich schon. Dann wäre ich nämlich Level 198. Morgen noch die letzten, beziehungsweise heute noch die zwei letzten Level playen, damit ich Level 200 bin. Ist noch easy machbar. Muss ich dann heute Abend später noch spielen. Hab aber heute noch ein bisschen was vor mir. Deswegen will ich jetzt auch nicht nahe noch so spät ins Bett gehen. 3, 4 rum ins Bett und dann heute aufstehen. Nicht heute aufstehen, ausschlafen. So, jetzt. Hab ich eigentlich geguckt, wie viel EP ich. Oh Leute, ich bin ja Level 197, cool. Let's go. Was willst du jetzt? Und tschüss. Tja, Kollege, da haben wir schon gesprochen gehabt, ne? Oh Mann.
suchten ihn. Tja. Das war erstaunlicherweise ziemlich einfach, den guten Kollegen hier wegzuhauen. Naja. Eigentlich wäre ich ja schon mit der Runde fertig. Ich müsste dann noch... Wie viele Runden müsste ich eigentlich noch spielen? Ich muss doch 3 Missionen machen, oh mein Gott. Komme ich damit überhaupt auf Level 198? Nee, safe nicht. Ist gerade mal die Hälfte. Morgen müsste es schon planen, oder? Ah, okay, kann den Stein nicht kaputt machen. Interessant. Okay, fighten sich schon wieder irgendwo welche? Das höre ich gerade. Ah, Leute, kommt, wir machen es so. Ich mache jetzt noch einen Win und dann lassen wir es gut sein. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch die Motivation oder die nötige Kraft habe, um jetzt wirklich noch die ganzen Missionen durchzuplayen. Ich meine, Death Run, das war jetzt das letzte, glaube ich, was ich wirklich noch großartig durchplayen konnte. Und ich denke, dabei sollten wir es auch belassen, weil ich bin wirklich fertig. Junge, das war ja reines Auto-Aim gerade schon. So hart, wie ich den Wagen gerade getroffen habe. Chillig, Bro. Chillig. Chillig, millig, ey. Ach du heilige Scheiß, was denn hier passiert? Ne, da war wirklich gar keiner. Lol. Ich habe irgendwie was doch in den Büschen rasseln hören, dachte ich gerade zumindestens. Und da war da einfach nichts. Komisch. Naja. Was soll's? Oh. Minions. Könnte ich wieder. So, da vorne sind ja welche. Hallöchen. Als ob du mich nicht siehst.
herkommen. Vor allem dann wartet er noch extra, bis ich mich ein bisschen full geheilt habe. Ich gebe mir gerade noch hier die das Spray. Denkt mir nichts Böses. Und er kommt dann einfach und gibt mir noch den Hit. Also, nee. Leute, ich lasse es jetzt an der Stelle auch gut sein. Ja, Level 197, 3 Level. Das denke ich, das werde ich heute schaffen. Das wird schon gehen. Also, das ist das letzte. Das sind die letzten 3 Level. Also, das schaffe ich easy heute noch. Aber dazu muss ich halt ausgeschlafen sein. Ich bin, wie schon gesagt, jetzt wirklich kaputt. Ich lasse mir das eine Level da, beziehungsweise das ist ja nicht mein Level, das ist eine Hälfte. Das ist die Hälfte vom Level, vielleicht gerade 3/4, aber mehr nicht. Lass ich mir jetzt einfach als XP-Boost anrechnen, das ist mir jetzt gerade relativ wurscht. Mein Level 200 wäre schon cool gewesen, das heute zu erreichen, aber ich habe einfach gerade wirklich nicht mehr die Motivation oder gerade irgendwie den Nerv dazu, das gerade wirklich durchzuspielen. Bis in 13 Stunden. Ist der? Oh nein, ist der heute? Oh nein. Oh, das heißt, ich muss heute ja auch noch mal playen. Ach so, das sind 2 Tage hintereinander immer. Oh, oh, oh mein Gott, das ist in 13 Stunden noch mal. Oh mein Gott, da muss ich ja heute wieder aufstehen. Ich muss heute eigentlich auch noch mein Fahrrad richten. Das heißt, ich kann ja heute wieder um 14 Uhr aufstehen. Das heißt, ich kann ja heute wieder gar nicht so lange machen. Oh, ich hasse mein Leben, aber egal. Egal, ich mache bei dem Turnier heute nochmal mit. Ich brauche die Placements, ich brauche die unbedingt. Deswegen, ich werde heute um 14 Uhr nochmal aufstehen, ist mir jetzt wurscht. Ich dachte, ich könnte heute auspennen, aber lassen wir's. Dann gehe ich heute Abend nochmal früh ins Bett, ist doch wurscht jetzt. Egal, Leute, dann würde ich sagen, lassen wir das an der Stelle gut sein. Es passt. Twitch bitte einmal. So, ich mir jetzt gerade aber ein Skin für heute schon raus, damit ich nachher einen zum Playen habe. Das stimmt wieder nicht. Das stimmt, das ist wieder nicht aktualisiert, ja, ganz normale. Welchen Skin nehme ich denn da, der relativ gut sein könnte? Mit dem holographischen sieht das nicht. Ist das nicht so gut, weil das erkennt natürlich jeder. Da werden die wahrscheinlich gleich, obwohl, wenn die wissen, dass ich ein Big Player bin, dann werden die wahrscheinlich nicht gleich auf mich gehen. Mal gucken. Werde ich ja sehen. Na gut, dann würde ich sagen, ich mache mal kurz mein Bildschirm nochmal kurz hier weg. Ja, genau. Und bereit kurz noch das hier vor, was ich noch bereitstellen wollte. Und dann wird hier noch auf jeden Fall jemand geradet. Und dann bin ich aber heute auch an der Stelle raus, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Ich bin doch. Ich hab gerade. Ja gut. Das war jetzt. So. Jetzt haben wir das gerade. Jawohl. Jetzt brauche ich das bitte. Gut, das hier. Jawohl, Leistung passt. Das ist gut. So, Leute. Dann habe ich das auch. Dann kann ich das nämlich zumachen. Brauche ich das nicht mehr. Gut. So. Da bin ich wieder, wie ihr seht. Jetzt gucken wir mal, wen wir raiden. Mal gucken. Am besten nicht jemanden, der so groß ist, aber auch halt nicht so viele Leute hier rumschwimmen, weil bin ich unbedingt hier großartig. Mickey, der hat genug Zuschauer. Was hat er denn? Den Discord, okay, ja. Party-Kollektion, okay, läuft bei denen. Late Night Genshin, okay. Kratos, Lost ist mein Name, okay. Club, Teammaschine, okay, okay.
Okay. Eine, genau. Ja, natürlich. Aber ich denke, von der an ihr seid, das ist schon okay. Ja, passt. Welche Kategorie nehmen wir denn heute? Sollen wir mal bei Centauri gucken? Würde ich mal gucken, bei Centauri, ob da jemand livestreamt. Samstag, 1,5, 1,2, ja. Es ist ein Dino, what the fuck? Was ist denn hier los? Okay. Die Fee-Puppi, okay. Gar nicht so viele Streamer aus dem deutschen Raum, fällt mir gerade auf. Guck mal gerade bei der vorbei hier. Ah ne, das ist ein Typ. Ups. Ja gut, das war jetzt nicht meine Absicht gewesen. Centauri, da kannst du echt wirklich schlecht jemanden raiden. Genshin? Was gibt mir das? Ah ja, okay. Ist das eine englische oder eine deutsche Streamerin? Oh, jetzt kommt wieder Werbung, ich kann kotzen. Sie ist ja hier, Happy Workend. Okay, nee, sie ist, glaube ich, Englisch. Ich glaube, sie ist Englisch, okay, das können wir uns nicht geben. Bei Englisch verstehe ich nicht. Und ich will am besten auch im deutschen Raum bleiben. Hide and Seek, Partner, Separation, super. Was ist das? Okay, das ist, okay, das ist auch wieder eine englische. Genshin Impact kommt, glaube ich, eher aus dem Englischen, kann das sein? Oder aus dem Japanischen? Ne, aus dem Japanischen, ich bin blöd. Ja, Genshin Impact kommt eher aus dem Japanischen, ich bin... Ist sie deutsch? Bitte. Sieht eher aus wie eine Japanerin. Adler, you're a dick log out. White, your chin. Scheiße. Ich habe heute echt kein Glück. Okay, machen wir Just Chatting, okay. Just Chatting hat mich nie enttäuscht. Auf ein neues Off. Interessant. Okay. Was? Was steht da? Was steht da im Titel? Dieser Stream wird nicht der letzte sein. Okay. Weiß, entweder wöchentlich oder alle zwei Wochen müssen ganz auf alle Geschlechtskrankheiten, die es in der Welt gibt, muss ich getestet lassen werden. Sympathisch! Okay, die nehmen wir. Also ich finde, perfekt, dass man mal darüber spricht, aber wie sind wir auf das Thema gekommen? Immer. Okay. Sie ist mir sympathisch. Okay, sie ist mir sympathisch. Ein Fenit von Oma, jawohl. Okay, Leute, der Stream wäre heute damit beendet. War wieder ein nicer Stream gewesen. Hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Euch bei der guten Fenit von Umbra noch einen guten Stream auf jeden Fall. Seid wie immer brav. Das erhoffe ich mir von euch natürlich. Und, wie schon gesagt, seid lieb zu der guten Dame, denn zu streamen ist wirklich anstrengend und auch, ja, du musst sozusagen Zeit rein investieren und auch das selber wollen natürlich, aber natürlich tut es auch wirklich sehr viel Anspruch geben, dass man sich traut, ja, wie soll ich sagen, zu streamen, also auch mit Facecam so mäßig sich zu zeigen. Und dann würde ich sagen, ja Leute, heute geht's natürlich auf meinem YouTube-Kanal weiter. Ihr könnt gerne auf Lil Polaris auf YouTube mal nachgucken auf jeden Fall. Da habe ich auch die letzten Tage, so unter der Woche, noch was hochgeladen. Heute Abend kommen dann wieder Videos natürlich, auch diese zwei Teile von dem Turnier, wo ich da hochgeladen habe. Heute natürlich neues Turnier, neues Glück. Und dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß bei der guten Fenit von Umbra und wir sehen uns dann nächstes Wochenende zu einem neuen Stream wieder, Leute. Bye! Ah,
scheiße, jetzt muss ich noch warten, bis ich sie raiden kann. Ich dachte, das geht jetzt. Ich bin manchmal lost, ich verstehe das. Ich bin selber lost. Okay, jetzt aber. Bye, Leute. Ciao, ciao. So, mal gucken, ob das jetzt geklappt hat. Kanal, bitte. Ich verstehe das. Ich bin selber lost. Okay, jetzt aber. Bye, Leute. Ciao, ciao. Okay, es hat nicht funktioniert. Warte mal. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Ja, ich hoste sie. Warum geht das dann nicht? Wie blöd. Sexuellere Outfits gewählt werden. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich, wirklich nicht. Aber das ist halt wirklich Sex-Sales, wie Brownie es schon sagt. Und das finde ich schade. Wie gesagt, Nacktheit an sich sehe ich ja noch nicht mal als was Schlimmes an. Aber... Okay, sie ist cringe. Jetzt müssen wir lieber anders rain, Leute. Oh, ich wollte doch jetzt nur noch aufhören gerade. Wartet mal. Man kann mal gucken. Kann man da rain? Nee, die kann ich jetzt nicht rain. Das funktioniert ja nicht. Sonst geben wir Berlin 600 mal das Berlin 600 Fortnite. Jetzt aber Abfahrt hier. Mach mir bitte kein Problem hier jetzt, Twitch. Twitch macht mir keine Probleme. Hat es jetzt geklappt oder hat es nicht geklappt? Nein, es hat nicht geklappt. Hä, was ist da jetzt los? Boah, jetzt. Wo geht weiter, Spieler?